siebte Renntag beim 123. Deutschen Traber Derby wird Ihnen präsentiert von trotto.de. Finaltag bei der Derbywoche und wie immer gibt's das Beste zum Schluss. Im 123. Deutschen Traber Derby tummeln sich die Favoriten. Die vielleicht größten Chancen hat der Sieger des Stutenderbys Robin Wacker mit dem dreijährigen Hengst Mr. F. Dark. Doch die Konkurrenz ist groß. Für mich sind die Konkurrenten natürlich Very Impressive S von Kees Kamminga. Das ist für mich ganz gefährlich. Und dahinter sehe ich It's Boko, Pferd von uns, und Chapter 1 von Michael Nemczyk. Auf diese Pferde wird neben Mr. F. Dark zu achten sein. It's Boko mit der 5. Very Impressive S mit der 3. Und aus Berliner Sicht besonders interessant der Wallach Chapter 1 von Rennbahnbesitzer Ulrich Mommert in der Hand von Michael Nimczyk, der sich ebenfalls gute Chancen ausrechnen darf. Ich habe erstmal von vornherein eine sehr gute Ausgangslage. Die Nummer 2 ist eine unheimlich gute Startposition für Chapter 1. Er ist sehr startschnell und das möchte ich schon versuchen auszunutzen. Ich werde das Rennen offensiv angehen und dann werden wir sehen. Es sind 3, 4 sehr, sehr starke Pferde mit von der Partie, die in den Vorläufen tolle Leistungen gezeigt haben. Doch vor dem großen Traber-Showdown stehen erstmal noch andere spannende Entscheidungen an. Zum Beispiel das B-Finale, in dem Michael Nimczyk ebenfalls ein Mommert-Pferd präsentiert, den favorisierten Hengst Emilion. Der übernimmt auch zunächst die Führung. Dann aber mit dem Fehler, der den Weg freimacht für Cesar W. mit der 5 und Great Gatsby Ass mit der 1 in der Hand von Heinz Wevering. Zwischen den beiden entwickelt sich ein packender Zweikampf auf der Zielgeraden. Great Gatsby Ass oder Cesare W. Kampf bis zur Linie. Great Gatsby Ass, Heinz Wevering vor Cesare W. Dann Nashua, Shabani Bea. 15-9 die letzte Zwischenzeit. Und das war alles wirklich top. Und er hat super gelaufen. Er hat es bestätigt. Er hat den Vorlauf bestätigt und heute den Trostlauf gewonnen. Und das war schon super. Wie ein Derby-Sieg für ihn. Außerdem mit Spannung erwartet das Finale des Super Trot Cups. Besonders attraktiv für die Zuschauer, der Start direkt vor den Tribünen. Bereits auf den ersten 200 Metern übernimmt Marc Elias mit seiner 6-jährigen Stute Bijou Bourbon HM die Führung und behält sie auch bis in die Zielgerade. Vorne Bijou Bourbon HM, Tyrolean Dream setzt nach, dahinter ist Muscle Boy Ass, aber Bijou Bourbon HM lebt vom Vorteil. Bijou Bourbon HM hat alle Gegner eingeschläfert. Marc Elias gewinnt den Super Trot 2018. Bijou Bourbon HM vor Tyrolean Dream, Touch of Wind B wird Dritter. Das war mein größtes Rennen, was ich jemals gewonnen habe. Ich stehe vielleicht jetzt erst am Anfang von meiner Karriere und den Super Trot Cup zu gewinnen mit der Bijou, was ich auch mehr oder weniger selber trainiere und wo ich auch der Besitzer bin, das macht mich natürlich dann noch viel, viel stolzer als die anderen Rennen. In der Derby-Revanche für 2017 kommt es dann zum Duell des Vorjahressiegers Tsunami Diamant und dem Top-Hengst Portland. Beide Pferde aber mit eher schlechten Startpositionen. Tsunami Diamant muss mit der Nummer 9 sogar aus der zweiten Reihe starten. Doch in der entscheidenden Rennphase bringt Robin Wacker den Hengst in eine gute Lage. Jetzt kommt die Attacke von Tsunami Diamant. Und Tsunami Diamant außen sehr stark, aber Portland hat noch die Nase vorn. Tsunami Diamant und Robin Wacker geht aber auf und davon. Und bestätigt hier noch einmal seinen Sieg von 2017. Tsunami Diamant und Robin Wacker vor Portland. Ja, das ist natürlich mit das Nummer, das Pferd mit der höchsten Gewinnsumme und dann kriegst du das schlechte Nummer. So ja, dann musst du auf die zweite Reite kommen und dann musst du von hinten kommen. Und dann, ja, das ist nicht einfach, aber das Pferd hat so viel Klasse und er hat den letzten Kilometer sehr, sehr gut gelaufen. Robin Wacker also weiterhin in Bestform in dieser Derbywoche. Die wichtigste Entscheidung steht noch aus, das trotto.de 123. Deutsche Traber Derby. Und wie angekündigt, nutzt Michael Nimczyk die Startschnelligkeit von Chapter 1 mit der 2. Und Robin Wacker hat seine letzten Rennen bekanntlich alle von hinteren Positionen aus gewonnen. Wir gehen direkt in die Schlussphase.
hatte ein Chapter One in Front, aber Mr. F. da rückte mal näher. Aber Chapter One erreicht als erster die Zielgerade, gibt's den ersten Berliner Sieg. Chapter One, und das wäre auch der erste für Michael Nemczyk. Aber außen Mr. F. Dach, der kommt hier angeflogen und ist vorbei. Mr. F. Dach ist vorbei. Und jetzt kommen aber die Verfolger. Jetzt Bogo ist dabei, Fabio de Pervenche. Aber Mr. F. Dach ist vorn. Und Robin Bakker gewinnt sein fünftes Derby, das vierte in Folge. Eine Wahnsinnsvorstellung. Mr. F. Dark, der Sieger im Trotto.de 123. Deutschen Traberderby 2018. Ein weiterer Titel für Robin Bakker und sein Team und einmal mehr ein optimaler Rennverlauf für den Holländer. Es war für mich super entwickelt, der Start, guter Start gehabt und im ersten Bogen bei den ersten 4-5 Pferde gelegen. Und dann hatte die nach dem ersten Bogen alle Pferde Position angenommen und dann war es von mir, dass ich denke, ich muss reichen, dass ich im zweiten Spur ruhig nach vorne gehe und mache alles auf den letzten Kilometer. Und das war geklappt und das hat super gereicht. Die nächsten Highlights in Mariendorf sind dann der Jugendpreis am 26. August und die Breeders Crown Ende September. Alles natürlich wieder auf Hauptstadtsport TV. Trotto.de präsentierte Ihnen den siebten Renntag beim 123. Deutschen Traberderby.